Impulse für Netzwerkarbeit mit digitalen Medien und hoffe, ein bisschen multimediale Anwendungen kennenzulernen. Ja, was erwarte ich? Ich erwarte viele Inspirationen von vielen netten Menschen, gute Gespräche, dass ich was Neues lerne, was mir hilft, unser Medienkonzept weiterzuentwickeln. Was mich beeindruckt ist, dass hier ein total buntes Bild ist von unterschiedlichen Professionen hier, von Wissen, von Fragen, von allem drum und dran. Ja, also ich bin speziell wegen Bring Your Own Device eigentlich hier und hoffe, dass ich da noch was abgreifen kann. Meine Hashtags sind Medien- und Technologieintegration, ganz allgemein in Schule, auf den verschiedensten Ebenen, Projekt- und forschungsbasiertes Lernen und neugierig bleiben. Also ich hatte tatsächlich Programmieren mit Kindern, so als mein allererstes Hashtag. Und was mir ganz gut gefiel, was ich gerade eben gehört habe, war eben Kollegen cracken oder hacken. Ein Hashtag? So ein Doppelstrich, einmal vertikal, einmal horizontal. Ein Barcamp ist organisiertes Chaos. Ich bin total überrascht, bin total begeistert. Die längste Kaffeepause der Welt hat mich völlig überzeugt. Vielen Dank. Jetzt hattest du gerade deine Session und wurde die erfüllt? Ja, das war klasse. Also ich finde dieses Format Barcamp genau richtig. Das ist genau das, was ich mir häufiger jetzt auch wünsche, so im Dialog der Bildungsexperten zusammen, dass man so zusammenkommt, weil es Teilgeber sind und nicht Teilnehmer. Jeder bringt was ein und es wird eben workshopartig gestaltet. Also es ist ein bisschen wie auf einer Party, weil die besten Partys finden ja eigentlich immer in der Küche statt. Ich fühle mich so ein bisschen an alte WG-Zeiten erinnert, wo man sich einfach in ungezwungener Atmosphäre, glaube ich, auf relativ hohem Niveau zu tollen Themen austauscht. Großartiger Erfolg, so viele tolle Sessions heute erlebt, tolle Leute, die hier vor Ort sind. Es macht Spaß, einfach miteinander Dinge zu bewegen. Ich glaube, wir haben ganz viel bei den Personen bewegt und auch ganz viel bei mir selbst. Oh, ich habe eben gelernt, wie ich einen Film im Greenscreen mache. Und ich glaube, einige hatten schon die Bestellung des Greenscreens angetickt. Mit Greenscreen kann man nicht Sachen wegzaubern. Und kommst du im nächsten Jahr wieder zum Barcamp? Ja. Fazit? Es ist fast vorbei. Ach ja, auch schön war's. Ich war schon auf vielen verschiedenen Barcamps und ich muss sagen, das war mit Abstand das Interessanteste für mich. Vielen Dank. Und soll es ein zweites Barcamp geben? 2019. Dann sehen wir uns wieder. Sei dabei.